Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben, seid herzlich gegrüßt. Hier ist euer CryptoRabbit. Heute zeige ich euch, wie ihr mit dieser unbekannten Methode ganz einfach und ohne Großes zu tun euch nebenbei etwas verdienen könnt. Na, seid ihr schon gespannt, wie das geht? Dann bleibt jetzt dran. Wie versprochen, stelle ich euch jetzt eine ganz interessante Methode vor, wie ihr ganz leicht und automatisiert, ohne Startkapital und ohne dass ihr etwas investieren müsst, Geld verdienen könnt. Und zwar, wenn ihr das richtig anstellt, könnt ihr dabei sogar bis zu 900 Euro oder sogar mehr monatlich verdienen. So, und zwar mit der Seite People per Hour. Was ist das für eine Seite? Und zwar, das ist im Prinzip eine Freelancer-Seite, so ähnlich wie Fiverr. Und da kann man auch verschiedene Dienstleistungen anbieten und vorstellen. Und ich gehe mal mit euch so die wichtigsten hier durch und sage euch kurz, wo ich persönlich für euch weiterempfehlen würde. Und zwar, es gibt einerseits Technologie und Programmieren. Das ist natürlich auch immer wieder gefragt. Allerdings braucht es da sehr viel Know-how und da ist die Konkurrenz auch sehr groß. Deswegen käme das nur in Frage, wenn ihr da sowieso auch schon im Programmieren drin seid. Ansonsten würde ich das auch eher nicht empfehlen und auch momentan ist es auch weniger empfehlenswert, da einfach die Konkurrenz, was es angeht, viel zu groß ist. Und hier dasselbe mit Design. Wobei Design auch ganz gut ist für die kreativen Leute. Allerdings, mein Geheimtipp ist hier Writing und Translation, also Übersetzung unter anderem. Und viele gehen hier auf Übersetzung zum Beispiel oder Transkriptionen. Was aber viele übersehen oder auch hier auf Coverletters, Lebensläufe, viele übersehen halt zum Beispiel dieses kreative Schreiben. Da gehen wir mal hier drauf. Und zwar, das kreative Schreiben ist nämlich sehr, sehr gefragt. Nicht nur sehr gefragt, sondern es ist auch eine Nische, wo man auch sehr viel Geld verdienen kann. Hier, wie man sehen kann, hier zum Beispiel 60 Euro pro Auftrag und hier 125 Euro pro 5000 Wörter. Und das ist auch schon hier sehr ordentliches Geld. Und jetzt müsst ihr euch das mal ausrechnen, wenn ihr im Monat 10 Aufträge habt mit diesen 5000 Wörtern, dann seid ihr schon im Monat bei 1250 Euro. Und wenn ihr sehr viel gefragt werdet, könnt ihr sogar noch viel, viel mehr verdienen dadurch. Einfach durch dieses kreative Schreiben. Doch wie machen wir das jetzt? Dazu gehen wir auf ChatGPT und da geben wir einmal ein. Zum Beispiel hier, schreibe mir eine Geschichte über Geister. Okay. Genau, jetzt schreibt uns ChatGPT eine schöne kreative Geschichte. Dann warten wir kurz, bis ChatGPT fertig ist. Ja, hier wie man sehen kann, ChatGPT ist hier schön am Arbeiten und sobald es fertig ist, werden wir das Ganze kopieren. So, jetzt können wir das Ganze erstmal hier kopieren. Und was wir als nächstes machen, wir werden das Ganze umschreiben lassen. Und wie wir das auch machen können, da gibt es auch viele Möglichkeiten, wie wir das machen können. Was ich empfehlen kann, unter anderem hier, ist textschreiben.com. Denn hier können wir bis zu 5000 Seiten Wörter machen, umschreiben lassen. Dann fügen wir das Ganze hier ein. Und dann müssen wir hier auf Umschreiben anklicken. Dann wird das Ganze erstmal hier schön umschrieben.
Und hier ist unser Text auch schön umschrieben. Dann können wir das Ganze nochmal überprüfen. Wenn es uns nicht so gefällt, können wir das Ganze nochmal kopieren, einfügen. Ja, das sieht jetzt hier ganz gut aus, finde ich. Deswegen, wir können das Ganze hier kopieren. Und dann können wir das in einem Google Docs Dokument speichern oder bei Microsoft Word. Und dann haben wir auch schon unsere kreative Geschichte. Und dann können wir das natürlich hier bei People per Hour können wir das dann anbieten. Und wie machen wir das überhaupt? Das ist auch ganz einfach. Wir müssen dafür einen Account erstellen. Das können wir entweder hier, indem wir auf Login, wenn wir schon einen Account haben, oder falls nicht, dann einfach kurz auf Sign Up. Das geht auch hier ganz schnell. Man kann sich hier entweder bei Facebook oder per E-Mail. Ich würde E-Mail immer bevorzugen. Und dann gehen wir hier drauf auf, ich will als Freelancer arbeiten. Und dann können wir unsere Dienste als kreativer Schreiber anbieten. Und das war's auch schon. Und so können wir das Ganze dann auch dann starten. Dann kreatives Fragen, das ist auch auf sehr vielen Branchen auch gefragt. Und ist auch generell eine Nische, die noch nicht so bedient wird, kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Das Ganze können wir dann auch kombinieren mit Social Media. Wenn ihr sowieso viel auf Facebook unterwegs seid zum Beispiel, ist es auch immer eine gute Möglichkeit, das anzubieten. So, das war's mit dieser Methode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne Daumen hoch da. Abonnieren, liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Video, euer Köpfler-Rabbit. Oh.